verdient insgesamt? Ja. Die frühe Führung ein bisschen hat euch Lars. Ja, also es war ein verdienter Sieg. Eine lange Hose. Wir waren über 90 Minuten eine spielbestimmte Mannschaft, waren vorne immer gefährlich. Und Jochen. Hinter ganz, ganz wenig zufassen. Ich kann mich nicht an eine gefährliche Szene von Nagold erinnern. Die einzige kritische Situation war der Elfmeter, wo er aber nicht hingeflogen ist. Da hätte er keine vielleicht das Elfmeter ziehen. Und aber durchwinden machen wir dann das 2-0 und das 2-0 dann gefallen mich, war das Spiel dann eigentlich entschieden. Ja, das war so, die hat dann alles beruhigt. Rundum, sehr, sehr gute Leistung von der Eisheitskampf, das war alles, ja, war alles genau. War sehr, sehr gute Leistung, mannschaftliche Geschlossenheit. Als Einheit präsentiert, das, was ich immer fordere. Können wir beruhigt und schön ins Rennen. Deine Rolle von der Vorschau richtungsweisend, das heißt, die Richtung hat es heute fies, oder? Wie wurde die Dauer, die letzten drei Wochen hingegen oder vier Wochen, die letzten zwei Tage? Ja. Wie erklärst du das? Das erste Tor fängt schon wieder selber an, wenn man selber ein Bedrängnisbänger spielt, wenn es der Ausländer wohl zugestellt ist und er kann den Ball nur noch in die Mitte hauen. Dann kriegen wir das Tor, gut, der schießt, was weiß ich, von 18 Metern. Stellungsfehler ja. Vom Rebmann und vom Torwart. Beides. Ja. Dann sind wir einfach nicht clever genug. Der Luca braucht das hinlegen, ein klarer Elfmeter gibt es gar nicht. Macht er aber nicht, aber da verlänge ich vom Schiedsrichter, dass er kann trotzdem pfeifen. Man muss nicht immer hinfallen beim Elfmeter. Ja. Im Gegenzug kriegen wir das 2-0, wo abseits war. Bestimmt zwei Meter abseits, aber winkt er halt nicht da raus. Kriegst 2-0 und gut, das dritte machen wir uns selber nach. Weil wir nicht kommuniziert haben und. Also von dem her wird es sozusagen nicht einfacher mit roter Karte gegen das Ganze. Gibt es euch zwei Wochen? Zwei Spiele. War alles stimmen? Das ist schon. Ja. Ja. Ich hab's nicht gesehen, war doch nicht. Da hättest du durchgeschossen, dann dem. Ja, ja, durchschuss war es klar. Ja. Also von dem, man hat, denke ich, heute deutlich gesehen, wo der Unterschied war. Die waren rustikal, haben Ball rausgeschlagen, haben halt vorne zwei Spieler gehabt, die halt allein ein Spiel entscheiden können. Hat mir jetzt im Orwell dies zu sehen, da war symbolisch dafür. Der spielt 4 oder 5 im 16er aus innerhalb von 2 Metern, der Didi Huber. Ja, das ist halt, die Qualität haben wir nicht. Das ist einfach so. Können wir uns nicht aus dem Hut zaubern und es ist einfach in der Liga gerade. Wird es eng für uns. War das? Wird es eng für uns. Zum Sturm jetzt heute mit dem Julia und mit dem Luca. Beide gut, nicht Luca so. Nicht. Max hat vorne gespielt. Ja, aber aufs Außen, beide keine Bindung gefunden, lange Zeit im Spiel schwer da. Luca will immer zu viel. Der Luca ist vom Kopf her, er will immer zu viel selber. Und, ja. Und dann fällt halt das Leichte so. Das, ja. Wenn man mal 2-0 führt, läuft das natürlich anders. Ja. Das ist gerade nicht. Was haben wir mit Renz und Chakai? Der Tilo ist gerade im letzten Spiel schon nicht das, was er schon müde, ich habe mit ihm mal drüber geschwätzt. Müde und ja, fällt gerade, macht auch selber viel Fehler. Er hat auch selber gesagt, dass er gerade nicht ganz frisch ist, aber fällt immer ein bisschen was. Und, ja, im Endeffekt, wenn man das andere halt auch mal Chance kriegt, weil irgendwas muss man mal ändern, weil ja, es ist schlechter wie letzte Woche ging es nicht, von dem her. Ja. War das heute besser als letzte Woche? Ja, besser als auf jeden Fall die 20 Minuten, wo wir die Kreta hochgekriegt haben. Aber viel besser kann es nicht werden. Schon, eigentlich hast du ja der erste Halbzeit so gut wie keinen Zugriff auf das Spiel kriegt. Ja. Gut, zweite Halbzeit schien dann ein bisschen ausgeglichener zu sein, aber. Gut, es hängt schon an, den Latteschuss gehabt. Ja, genau. Ja, aber im Endeffekt war der Unterschied waren die zwei Spieler. Die andere, wenn ich in den 18er reingucke, der ist ja nur am Holzer und der kann gar nicht kicken, aber der macht sein Bestes. Ja, das ist der Unterschied. Die hauen dann den Ball halt vor, fertig, dann ist er vorne. Und sie wissen, vorne die zwei halten den Ball und machen da mal was draus.
was wir überhaupt gar nicht vorhaben, wenn der Ball noch beim Gegner ist. Ja, wenn man sich halt auch zum Teil versteckt, muss man ganz klar sagen. Vorne kriegst du keinen Ball kalt, ne? Die kommen immer gleich wieder zurück. Wir können da auch nicht nach, das ist ja das, unser Manko, das ist was schon die letzte Woche war. Wenn wir nach vorne spielen, verlieren wir vorne so schnell, weil wir haben gar nicht die Möglichkeit hinterher zu rücken. Ja? Und die halten halt den Ball. Und dann haben die auch die Chance nachzurücken und die kriegen wieder den Überzahl, kriegen wieder den Ball und können weiterspielen. Ja? Aber das ist jetzt unsere Lage und ja, die Spieler, die heute dabei waren, zwar heute auch für die zweite Mannschaft auch noch dabei, das sind die, die wir haben und mit denen müssen wir schaffen. Wie ist bei Burka? Der ist verletzt, der ist schon 14 Tage wieder, 14 Tage Sportverbot. Okay. Ciao. Ciao.